Hallo Schütze, herzlich willkommen zu Alaina Tarot. Mein Name ist Alaina Schütze. Heute möchte ich gerne mit dir diese Legung teilen. Wir gucken mal, was ist das, was die Karten für dich haben. Zeit zum Handeln. Ja, vielleicht hast du eine Widder, eine Löwen oder eine Schützenenergie in dir, die sehr impulsiv ist oder die sehr schlaftablettenmäßig unterwegs ist und manchmal nicht das Gleichgewicht findest, okay? Hier geht es darum, es ist Zeit zu handeln. Handeln, um Ordnung zu bringen, handeln, um dich zum Ausdruck zu bringen, handeln auch, um eine Situation in eine nächste Bewusstseinsebene zu bringen. Es ist egal, worum es geht in deiner Situation, ja, um welchen Menschen oder auch nicht. Hier geht es darum, komm aus deiner Wohlfühlzone heraus, komm aus diesem alltäglichen Trott heraus, ja. Zeige dir selber, wie schön es ist, als Schütze ins Schwarze zu treffen. Zeige dir selber, wie schön es ist, als Schütze die richtigen Entscheidungen nicht zu treffen, sondern umzusetzen, ja. Zeige auch, dass dein Nord und deine Nordknoten, ja, also deine astrologischen Punkte, deine astrologischen Energien, die dir in deine Geburtskarte mitgegeben worden sind, durch Aszendenten, durch all diesen ganzen Raum von Energien sozusagen, mache dem nicht alle Ehre, sondern mache Gebrauch davon. Du siehst, ich rede gerade sehr schwammig, weil es gibt Schützen unter euch, die sind im Flow, die sind zielstrebig, die sind feinfühlig, die sind temperamental, die haben alles. Aber es gibt auch die Schützen, die nur jürzen, die nur zu Hause hockern, ja, die einödig sind, die nichts verändern wollen und immer nur am Jammern sind. Und deswegen habe ich heute eine gemischte Energie. Was aber für alle beide Frequenzen einig ist, ist, der Schlüssel zum Erfolg besteht nur darin, wenn du vertraust auf dich, auf dein Sein, auf deine Kapazitäten, aber auch darauf vertraust, dass Menschen, die dich lieben, die ehrlich zu dir sind, die die Wahrheit zeigen und dir dabei helfen wollen, manche Situationen anders zu leben. Es ist nichts in Stein gemeißelt, weder der langjährige Erfolg, noch das Geld, was im Überfluss ist, noch die Liebe, noch die Gesundheit, noch die Schönheit. Nichts ist in Stein gemeißelt. Sei also vorsichtig, okay, wie du was annimmst oder nicht annimmst. Es ist Zeit zu handeln und aus dieser Situation Profit zu schlagen und vor allen Dingen ein besseres Leben zu führen. Schreib mich an für eine private Legung, für eine zielorientierte Therapie, Schütze, okay? Ich habe nur noch 7 Termine frei für den Monat Juli. Deine Klarheit wird dir helfen, aus Zweifeln rauszukommen, aus Geheimnissen rauszukommen, okay? Nichts wird so heiß gekocht, wie es gegessen wird. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Schütze, nehme die Zügel in die Hand, okay? Und sei wirklich bereit, aus einer schwierigen Phase eine Erleichterung zu machen und sei auch bereit, aus einem riesengroßen Erfolg noch mehr zu machen, weil der Schlüssel auf alles und die Antwort ist, zu wissen, wovon oder von wem du dich befreien darfst. Damit öffnen sich dir die Wege. Schütze, alles Liebe, bis dahin, bye.